Herzlich willkommen zum heutigen Webinar Teil 1 Einstellungen und Grundlagen. Mein Name ist Elke Schlichting, Qualitätsmanagerin CAD seit 2016 bei Softech GmbH. Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß im folgenden Webinar. So, wir beginnen nun mit dem Webinar. Also, ich habe Spirit schon geöffnet und ich möchte nun eine neue Zeichnung anlegen. Ich tippe auf die Datei und auf den Button Neu. Dann bekomme ich eine Auswahl an mehreren Vorläufen angeboten, aus denen ich jetzt zunächst einmal den Vorlauf Architektur wähle. Wenn ich mit OK bestätigt habe, öffnet sich noch der Ort, an dem ich es speichern möchte, die Zeichnung. Ich nenne meine Zeichnung nun Grundlagen 1 und dann auf Öffnen. Und nun habe ich meine erste Zeichnung geöffnet aufgrund meines Vorlaufes. Schauen wir uns erst einmal die Programmoberfläche an. Im oberen Bereich sind die Symbolleisten angeordnet. Hier habe ich den andockbaren Dialogbereich, die Menüübersicht auf der linken Seite. Und einige Symbolleisten sind standardmäßig auf der Zeichenfläche angeordnet. Ganz oben sind die Pull-Down-Menüs, die sich dann ausklappen, wenn Sie darüber mit der Maus fahren. Und an der linken Seite sind identische, also fast identische Menüs nochmal wie oben in der Pull-Down-Leiste. Wenn Sie einmal auf der Architektur stehen bleiben und dann oben nochmal das Pull-Down-Menü ausklappen mit einem Klick, mit einem linken Mausklick, können Sie das vergleichen. Es sieht fast identisch, fast genauso aus, ja. Die andockbaren Dialoge gliedern sich auf in verschiedene Bereiche. Diese Reiter wechseln dann zwischen diesen Bereichen und sie beinhalten verschiedene Programmlisten bzw. auch Funktionen. Sie sind auch abwählbar durch einen Klick auf dieses linke Mausklick auf dieses rote Kästchen mit dem Kreuz, können Sie sie an- und ausschalten. Wenn ich einmal geklickt habe, dann ist dieser Dialog vorbei, also beziehungsweise ist er weg. Ist kein Problem. Ein rechter Mausklick auf die also auf die Zeichenfläche hier und es öffnet sich ein Menü. Ganz unten sehen Sie wieder die andockbaren Dialoge und Sie können dann die Drucklayouts wieder einschalten durch einen linken Mausklick wieder. Und es ist wieder da, das Menü. Also wie gesagt, verschiedene Programmlisten, Funktionen, die zur Verwaltung oder Strukturierung, Auswahl oder Informationen notwendig sind, beinhalten diese andockbaren Dialoge. Und wie gesagt, Sie können sie ein- und ausschalten, entweder über das Kontextmenü, rechte Maustaste oder eben hier oben über das Fenstermenü. Da können Sie auch nochmal hier an- und ausschalten. Über einen Pin-Button können Sie das Ganze auch ein- und ausklappen lassen. Das ist der Pin-Button hier oben, befindet er sich. Er ist momentan ausgeklappt, also fest. Und wenn ich jetzt einmal linke Maustaste klicke, kann ich diese ganzen Dialoge mit einem Klick eingeklappt lassen.
Wenn ich über den, mit dem Cursor darüber fahre, klappt es sich wieder aus. Und mit einem linken Mausklick genauso wieder feststellen. Ich kann diesen Dialog auch per Drag and Drop wegziehen von der Seite und mir neu positionieren und auch wieder andocken lassen sozusagen. Genauso die Menüübersicht, die kann ich über den Pin-Button ein- und ausschalten, also anpinnen, meine ich natürlich. Und was ich auch noch kann, ich kann die Menüübersicht ausschalten, wenn ich eine größere Oberfläche haben möchte zum Zeichnen. Genauso kann ich diese Menüübersicht wieder über rechte Mausklick, das Kontextmenü, andockbare Dialoge und hier habe ich die Menüübersicht eingeschaltet wieder. Es gibt natürlich noch mehr Symbolleisten. Diese können Sie, wenn Sie mit dem Mauscursor hier sich in diesem Bereich oben befinden auf den Symbolleisten, rechte Mausklick. Na, geht nicht. So, rechte Maustaste. Und dann haben Sie hier das komplette Symbolleistenmenü, wo Sie Ihre Symbolleisten an- und ausschalten können. Wichtig für das Zeichnen, was auch sehr individuell benutzt wird von unseren Kunden, ist die Eingabemethode, wie wir sie nennen. Davon haben wir mehrere zur Auswahl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, 7 Stück. Standardmäßig ist polardynamisch eingeschaltet, wenn Sie Spirits frisch installiert haben. Ich will Ihnen das nur mal kurz demonstrieren, den Unterschied zwischen einer dynamischen Eingabe, wovon wir 2 Stück haben, und einer nicht dynamischen Eingabe. Also, ich gehe hier mal mit meinem Cursor auf die 2D-Linie zeichnen, auf diesen Button, klicke ihn mit der linken Maustaste an und dann gibt es etwas auch etwas sehr Wichtiges zu sehen, wenn Sie zum Beispiel in einer Funktion nicht sofort wissen, was Sie tun sollen, gibt es hier immer die Aufforderung für den nächsten Schritt. Erster Endpunkt der neuen 2D-Linie. Ich klicke mit der linken Maustaste. Dann habe ich, wie Sie sehen, hier am Cursor 2 Werte. Der eine ist blau, der andere ist schwarz. Das bedeutet eigentlich nichts anderes. Der eine ist aktiv. In diesem Kästchen gebe ich eine Zahl ein, wie zum Beispiel jetzt 3. Und wenn ich nun weitergehen will zu der nächsten Eingabe, zu der Gradzahl, mache ich das mit der Tabulatortaste. Dieser Wert ist nun festgestellt mit dem 3, mit der 3. Und nun kann ich noch die Gradzahl eingeben. Oder ich kann sie einfach bestätigen. In diesem Fall kann ich sie bestätigen. Und ich bin bei 0 geblieben. Ich habe nun eine Linie gezeichnet mit diesen 2 Werten. Dann demonstriere ich jetzt mal noch eine nicht dynamische Eingabe, die da heißt Richtung Distanz. Und ich klicke wieder den Stift. Linke Maustaste, erster Klick. Und dann den Endpunkt. Wenn ich jetzt nun
einen bestimmten Wert haben möchte, eine bestimmte Länge, muss ich dies über die Tastatur tun. Aber ich habe hier keine Anzeige am Zeichengerät selbst. Das heißt, ich gebe nun, wenn ich jetzt wieder 3 Meter haben möchte, 3 ein. Und wie Sie sehen, es ist eine 3 hier oben zu sehen in der Eingabe. Es erscheint ein Eingabefeld, sobald ich auf der Tastatur etwas eingegeben habe. Dann als nächstes möchte ich diese Eingabe abschließen mit Return. Also, so funktioniert Richtung Distanz. Also bei einer nicht dynamischen Eingabe habe ich keine Eingabefelder auf dem Zeichenfeld. Fertig. Des Weiteren als Gestaltungselement einer Zeichnung sind die Folien. Folien sind Strukturelemente in einer Zeichnung. Auf ihnen wird wie auf einem Blatt Papier gezeichnet. Ihnen werden dann Informationen zugewiesen, wie zum Beispiel Linien, die ich darauf zeichne, oder die Farbe, die diese Elemente dann erhalten, ob sie eingeschaltet werden, gesperrt werden oder gedruckt werden. Kann ich hier alles einstellen. Man kann sie eigentlich mit einem transparenten Zeichenpapier vergleichen. Die Folien werden sozusagen übereinander gelegt und die darunter liegenden Folien bleiben dabei, sofern eingeschaltet, weiterhin sichtbar. Gezeichnet wird immer auf der obersten Folie des Folienstapels, also immer die, die jetzt hier demnächst dazukommt. Wenn ich jetzt noch eine dazu mache, wird diese Folie zuoberst gezeichnet und legt sich über die anderen Folien, die hier schon vorhanden sind, darüber. Gezeichnet wird immer auf der aktiven Folie, das heißt, die Folie, die hier jetzt grün markiert ist, ist die aktive Folie, und wenn ich jetzt eine Linie zeichne, wird auf dieser Folie diese Linie abgelegt. Im Moment habe ich jetzt hier 2 Elemente, und wenn ich jetzt nochmal eine Linie zeichne, haben Sie gesehen, es werden jetzt 3 Elemente. Folien strukturieren gewissermaßen eine Zeichnung. Bei der Namensvergebung sollten Sie immer darauf achten, dass sie auch passend ist. Ein wichtiges Werkzeug ist weiterhin auch noch der Objektfang. Während des Zeichnens müssen Sie sich oft auf anderen Punkten, auf Endpunkten, Mittelpunkten und so weiter fangen. Hier ist ja der, hoppla, bleibt da. Hier ist die Liste mit den ganzen Fangpunkten. Noch mehr gibt es in den unter Extras in den Optionen. Und wenn Sie nun zum Beispiel, ich nehme jetzt ganz einfach mal eine Wand. Wenn Sie zum Beispiel sich jetzt hier auf dem Endpunkt der Wand fangen möchten, es gibt 3 Möglichkeiten, dies zu tun. Ich werde jetzt mal kurzfristig den Magnetcursor ausschalten, um das zu demonstrieren. Zum Ersten gibt es die Möglichkeit, sich über die Y-Taste auf diesem Endpunkt dieser Wand zu fangen. Oder Sie benutzen die mittlere Maustaste, das Rädchen bei einer Maus sozusagen, in die Nähe des Punktes mit dem Cursor, und dann klicken
beziehungsweise drücken Sie dieses Rädchen und dann ist dieser Engpunkt gefangen. Oder Sie schalten den Magnetcursor ein. Standardmäßig ist dann auch die Fangspur eingeschaltet. Optional können Sie auch noch eine diagonale Fangspur einschalten. Der Magnetcursor ist von Vorteil, Sie müssen nicht klicken, sondern und auch keine Tastatur bedienen, sondern Sie können, wenn Sie sich in der Nähe Ihres gewünschten Fangpunktes befinden, wird automatisch ein kleines blaues Kreuzchen angezeigt. Dann wurde dieser Punkt sozusagen markiert. Das ist insofern hilfreich, indem, wenn Sie zum Beispiel gar nicht den Punkt fangen möchten, sondern Sie möchten eigentlich einen Kreuzungspunkt fangen. Durch diese Hilfslinien wird dann die Fangspur simuliert und Sie können diesen Eckpunkt dann benutzen für den nächsten Klick. Das ist nur ein Beispiel jetzt für eine einfache Fangmethode mit diesem Werkzeug, dem Magnetcursor. Es gibt viele Voreinstellungen, die Sie jetzt hier im Bereich mit den ganzen Symbolleisten und in der Menüübersicht machen können. Aber es gibt auch die Möglichkeit, noch dies zu tun, beziehungsweise noch mehr Einstellungsmöglichkeiten in den Optionen unter dem Pulldown extra. Klicken mit der linken Maus und hier haben Sie eine Liste von Möglichkeiten, die unterteilt sind in einmal Benutzereinstellungen, Systemeinstellungen und Zeichnungseinstellungen. Diesem Teil der Optionen, den Benutzereinstellungen, befindet sich zum Beispiel ein wichtiger Teil, das wäre die Benutzerprofile. Bei den Benutzerprofilen können Sie jeweils für jeden Anwender Ihres Büros ein neues Profil anlegen. Das hat zum Vorteil, dass mehrere an einem Arbeitsplatz arbeiten können, ohne jeweils die Einstellung, die Oberfläche des anderen zu verändern. Wenn ich zum Beispiel ein neues Profil haben möchte, dann klicke ich hier auf diesen Button und es öffnet sich ein Fenster. Ich kann hier dann das eingeben, den Namen und drücke dann auf OK. Dieses neu angelegte Profil wird sofort aktiv. Alle anderen werden durch die leeren Kästchen wie angezeigt inaktiv. Was natürlich auch noch machen kann, was ich auch noch machen kann, wäre zum Beispiel ein Profil löschen, da aber nur bei den Inaktiven geht dies. Sind Sie sicher? Okay, ja. Oder ich kann es auch umbenennen. Okay. Ich kann auch ein Profil wieder zurücksetzen auf die Ausgangssituation, Profil duplizieren, ein Backup importieren von einem anderen Arbeitsplatz, den ich vielleicht genutzt habe, wo ich gerne das gespeicherte Profil haben möchte. Entschuldigung. Oder exportieren natürlich. Was ich auch machen kann, ist, wenn ich eine ältere Spirit-Version benutzt habe, aus der 2017 vielleicht, ein Profil importieren. So, das wäre das Thema Profil. Des Weiteren habe ich hier noch andere Möglichkeiten, Einstellungen vorzunehmen, die ich auch schon in Symbolleisten machen kann, wie zum Beispiel für den Cursor, dynamischer Cursor oder auch den Magnetcursor. In den Systemeinstellungen habe ich was sehr wichtig ist, ist die Datensicherung, in der ich die Anzahl der Zeichnungskopien einstellen kann, beziehungsweise die Sicherungsdaten
Dateien werden hier eingestellt, nicht älter als 30 Tage dann. Alle anderen werden gelöscht. Also die Benutzereinstellungen, die beziehen sich nur auf den jeweiligen Nutzer, auf das Profil sozusagen, auf dessen Profil. Bei den Systemeinstellungen wird dies bezogen auf den jeweiligen Arbeitsplatz insgesamt. Und für die Zeichnungseinstellungen, wie der Name schon sagt, bezieht sich auf die Zeichnung. Ich das ausklappe, anzeige, was mir auch noch persönlich wichtig ist, aber was ich auf die Zeichnung dann auch aktuell speichern kann, ist die Farbe des also Bildschirmhintergrundes des Arbeitsplatzes. Dann klicke ich hier auf diese weiße Fläche. Es erscheint dann eine Auswahl an Farben, die ich nutzen kann. Da ich jetzt gerne einen dunklen Hintergrund habe, drücke ich da auf dieses Kästchen und bestätige mit OK. Und ich habe einen dunklen Hintergrund. Des Weiteren gibt es hier auch nochmal den Teil der Datensicherung. Automatisches Speichern nach so und so vielen Minuten. Hier kann ich ganz individuell dies auf die Zeichnung auch beziehen und ob die Zeichnung immer gespeichert werden soll oder nur, wenn sie aktiv genutzt wird. Also nicht, wenn ich sozusagen mehrere Zeichnungen offen habe, dann sollte nur die zu oberste Zeichnung eben auch gespeichert werden und die anderen nicht komplett. So, das wären in Kürze die Optionen. So, ich habe es ja schon angesprochen eben, die Dateisicherung ist ein wichtiges Thema, sollten Sie nicht vernachlässigen, auf einem externen Speichermedium immer ein paar Sicherungskopien zu machen, jeden Tag. Selbstverständlich, am Ende des Arbeitstages sollte dies automatisch gemacht werden. Wenn Sie natürlich ganz sicher gehen wollen, können Sie dies auf einem USB-Stick zum Beispiel machen, wenn Sie Ihre Speicherung am Ende, wie gesagt, eines Arbeitstages dann darauf speichern. Falls einmal zum Beispiel ein Stromausfall sein sollte und ein beziehungsweise ein Absturz kommt, können Sie natürlich über die interne Sicherungskontrolle von Spirit Ihre Zeichnung zum letzten Zeichnungs zur letzten Zeichnungsspeicherung Stand wiederholen. Das geht folgendermaßen, wenn Sie hier zum Beispiel, also ich mache jetzt keinen Absturz hier, sondern ich zeige Ihnen auch, wenn Sie zum Beispiel keine Sicherungskontrolle automatisch als Datei hier haben Sie die Sicherungskontrolle und hier können Sie im oberen Bereich sehen, Ihre ganzen Zeichnungen, die Sie in den letzten Tagen genutzt haben und Speicherungen angelegt wurden, automatische Sicherungen sowie die manuellen Sicherungen werden angezeigt in dem unteren Bereich. Wenn ich wechsle, können Sie sehen, dass hier auch bei den anderen, wie viele Sicherungen es gibt, beziehungsweise Sie können auch markierte Sicherungen dann, wenn Sie direkt hier eine wählen, auswählen, herstellen oder auch speichern unter hier oben, beziehungsweise markierte Sicherung löschen. In der Vorschau können Sie auch einige Zeichnungselemente sehen, die Sie gemacht haben oder auch Details zu Originalzeichnung, Pfad und Dateigröße sehen. Falls Sie eine der zum Beispiel einige der
Befehle gerne etwas näher erklärt haben möchten, gibt es natürlich hier auch eine Hilfe zur Selbsthilfe. Zum einen gibt es die Programmhilfe oder die Neuerungen bzw. das Handbuch als PDF. Die Programmhilfe lässt sich ganz einfach öffnen durch einen Klick mit der linken Maus und hier sind dann die verschiedenen Möglichkeiten, den Begriff zum Beispiel dann per Text zu suchen. Wenn dies immer noch nicht reicht, gibt es dann die Support-Anfrage und mit der Support-Anfrage können Sie per E-Mail eine Nachricht an Spirit schicken, an Softech, an den Support. Und Wartungskunden können auch telefonisch über eine gesonderte Nummer sich an den Support wenden. Für Nicht-Wartungskunden gibt es auch eine Nummer, die im Nachgang auch eingeblendet wird. Diese Nummer ist aber kostenpflichtig. Nachdem Sie sich telefonisch dann mit unserem Support dann in Verbindung gesetzt haben, können Sie über diesen Online-Service hier einmal draufklicken, wird sich gleich ein Programm öffnen. Dieses Programm überträgt die Zeichenoberfläche Ihres, also das Desktop Ihres Monitors. Sie müssen allerdings auch vorher diese ID-Nummer und dieses Passwort an Ihren Support telefonisch dann weitergeben. Damit lassen Sie die Fernsteuerung sozusagen zu und er kann Ihnen helfen bei Ihrem Problem. So, kommen wir nun langsam zum Schluss. Hätte ich noch kurz noch zu erwähnen? Die Anzeige hier auf Ihrem Bildschirm können Sie natürlich über diesen Knopf hier steuern. Eine Raster sozusagen, das Ihnen angezeigt wird. Dieses Raster können Sie auch über eine Kurzwegtasten, können Sie das auch ein- und ausschalten, die heißt R. Einfach nur R drücken, dann bekommen Sie hier angezeigt, wie Sie das Raster an- und ausschalten bekommen. Natürlich ist dies auch eine Einstellung, die Sie im Voraus schon treffen können. Im jetzigen Moment befinden wir uns auch in einer Standardanzeige. Diese Standardanzeige berücksichtigt keine die Linien, die Sie später drucken werden, beziehungsweise auch Farben, die an den Stiften eingestellt sind, die Sie genutzt haben für die Zeichnung, werden hier in dieser Anzeige nicht berücksichtigt. Wenn ich hier zum Beispiel jetzt umschalte über diesen Schalter hier zum Layout, werde ich sofort einen weißen Hintergrund bekommen, was ein Blatt Papier simuliert sozusagen. Und ich bekomme auch die Stiftstärken und Stiftfarben angezeigt, mit der später meine Zeichnung gedruckt wird. Hier unten kann ich auch weitere Einstellungen noch vornehmen, zum Beispiel Plotmaßstab, Detailplanungseinstellung, oder die Liste der Pläne. Die gespeichert sind in meiner Zeichnung.
Die Stifttabelle ist auch wichtig. Natürlich sollte das übereinstimmen mit Ihrem Plan, mit der Darstellung. Denken Sie immer bei der Benennung Ihrer Plannamen daran. Und hier sind noch weitere Icons, die zwar in den Symbolleisten auch vorhanden sind, aber dennoch schnell zu erreichen sind, wenn Sie hier unten klicken. So, das war eine kurze Zusammenfassung von gängigen, wichtigen Werkzeugen, die man hier in Spirit nutzen kann, von der Oberfläche bis zum Drucken. Und ich wünsche Ihnen nun viel Spaß beim Ausprobieren und bis zum nächsten Webinar. Thank you.